Hey, ich bin Jason Querner, Referent für die Arbeit mit Kindern im GJW. Ich habe mich mit der Shell-Jugendstudie auseinandergesetzt, die 12- bis 25-Jährige nach ihren Meinungen und nach ihren Stimmungen gefragt hat. Drei Themen sind dabei für mich wichtig geworden, auf die ich kurz eingehen will und auch überlegen will, was das für unsere Gemeinden bedeuten kann. Das sind die Themen Beruf, Familie und Kirche. Fangen wir mal mit dem Beruf an. Ein sicherer Arbeitsplatz ist das Wichtigste für Jugendliche. In dem wollen sie sich gerne entfalten, sie wollen eigene Ideen einbringen. Von ihnen wird erwartet, dass sie flexibel sind und diese Flexibilität, die bringen sie gerne mit, fordern aber auch von ihrem Arbeitgeber. Sie wünschen sich Zeit für Privates, für Familie. Wer gute Noten hat, wer einen guten Schulabschluss hat, der hat auch gute Karten für so einen guten Job, der nach ihren Bedürfnissen passt. Das wiederum erhöht aber auch den Schulstress und den Leistungsdruck in der Schulzeit. Hier sind Gemeinden gefragt, hier können Gemeinden da sein. Gerade in so Zeiten, wo Schulstress ist oder die Übergangsphasen von der Grundschule in die Oberschule oder von der Oberschule hin zur Ausbildung und zum Studium. Hier benötigen Schüler nicht noch zusätzliche Angebote und Veranstaltungen, sondern vielmehr ein Miteinander, ein Netzwerk, das unterstützt und hilft. Im Bereich der Familie sagen über 90% der Jugendlichen, dass sie sehr zufrieden sind mit ihrer eigenen Familie, mit ihrer Ursprungsfamilie. Wichtiger als eine eigene Familie zu gründen, ist jedoch ein glückliches Leben zu führen. Und ist das glückliche Leben vereinbar mit Kindern, dann wollen sie auch gerne Kinder haben. Hier ist es für Jugendliche besonders wichtig, einen Halt zu haben, einen Weg, wo sie sich langhangeln können. Da sind Gemeinden gefragt. Themen wie Liebe, Partnerschaft, Beziehung, Treue, das sind so Themen, da kann Gemeinde Stellung beziehen. Und da sind die vielen Generationen in der Gemeinde echt ein großes Plus. Jugendlichen haben Fragen und sie suchen nach Antworten. Nicht von oben herab, sondern gemeinsam im Dialog beantwortet. Im Bereich der Kirche ist was ganz Interessantes. Die Jugendlichen wurden danach gefragt, welchen Institutionen sie Vertrauen schenken. Zum Beispiel Polizei und Gerichte, die genießen sehr hohes Vertrauen. Nicht so gut schneiden ab Banken, Parteien und eben Kirchen. Warum das bei Banken und Parteien so ist, ist mir jetzt erstmal egal. Bei Kirchen finde ich interessant, dass Kirchen, wenn sie dann in Medien sind, nicht so gut abschneiden, oft. Oft sind das nicht so positive Nachrichten. Und da ist auch sehr viel Unbekanntes dabei. Wenn jemand Kirche hört, dann denkt er nicht erstmal an Baptismus, an evangelische oder katholische Kirche, das ist erstmal Kirche. Kirche ist erstmal sehr groß und abstrakt und aus diesem Unbekannten sollte Kirche rauskommen. Ortsgemeinden müssen rein in den Ort, müssen aktiv werden, ein positives Bild von Kirche zeichnen, raus aus der Anonymität. Denn wir haben ja was zu geben, wir haben ja Werte, die es lohnt, den Menschen weiterzugeben. Und wir haben das, was Menschen auch suchen und was sie brauchen. Das ist natürlich sehr herausfordernd und da wird jede Ortsgemeinde auch eigene Herausforderungen haben und den eigenen Weg finden müssen. Wir, das GJW, wollen Gemeinden gerne dabei unterstützen. Ich hoffe, dass meine Gedanken euch anregen zum Weiterdenken und zum Weiterarbeiten. Ciao.